passiert. Worauf soll ich hoffen? Bin total irritiert. Wie kann ich noch lieben? Will doch selbst Liebe spüren. Was kann ich tun? Ich glauben, wenn hier so viel passiert. So hat es Claudia Schmiedl am Anfang ihres Liedes gesungen. Was hält mich? Was trägt mich? Was hilft mir, Entscheidungen zu treffen? Unser Alltag hat sich sehr verändert in den letzten Tagen und Wochen. Die Ausgangsbeschränkungen zeigen Wirkung. Straßen sind weitestgehend leer. In den Geschäften, die öffnen können, sind weniger Menschen als sonst. Handschuhe, Desinfektionsmittel, erste Menschen mit Mundschutz, Abstand halten. Wir achten darauf, Kontakte zu reduzieren und zu vermeiden. Andererseits stehen wir in diesen Tagen oft viel enger in Verbindung mit den Menschen, die unmittelbar zu uns gehören. Telefonate mit Eltern, Großeltern, Geschwistern oder erwachsenen Kindern sind, wie ich finde, häufiger und viel intensiver als sonst. Und mit denen ich zusammen in einer Wohnung oder in einem Haus lebe, verbringe ich sehr viel mehr Zeit als in anderen Tagen. Homeschooling. Gemeinsames Kochen und Essen, Spielen, Musizieren oder ein gemeinsamer Fernsehabend. Auch wenn die Situation manchmal nicht einfach ist, so ist das doch etwas sehr Wertvolles, wonach wir uns oft gesehnt haben. Zeit zu haben. Zeit für andere und Zeit für mich. Ich hoffe sehr, dass dann, wenn die Pandemie überwunden ist, davon etwas bleibt, etwas, das uns trägt, etwas, das uns hält.
Und dazu kommt ein drittes, das in den Herausforderungen des Alltags und einer dahinrasenden Welt oft unterzugehen droht. Und das ist neben der Zeit für mich und der Zeit für andere, die Zeit für Gott, für unseren himmlischen Vater. Wie oft tun wir Menschen so, als würden wir alle Fäden in den Händen halten, als könnten wir Menschen alles regeln, alles beeinflussen, alles steuern. Grenzen unserer Möglichkeiten, sie werden ausgeblendet. Jeder ist seines Glückes Schmied, so heißt es in einem alten Sprichwort. Doch gerade jetzt in diesen Tagen erleben wir, dass wir Menschen eben nicht alles können und alles beherrschen. Das ist bedrückend und macht Angst. Wer könnte es uns verdenken? Doch gerade da lohnt es sich, auf Erfahrungen von Menschen zu hören, die Krisenzeiten durchlebt haben. Darauf, was sie gewiss und sicher gemacht hat: ich bin gehalten und geführt. Der Apostel Paulus schreibt einmal an die Christen in Rom: ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Mächte noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes noch irgendeine andere Kreatur uns scheiden kann von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Diese Gewissheit hat Paulus in seinem Leben getragen. Und das nicht nur in frohen und glücklichen Zeiten, sondern auch in tiefen Krisen. Auch als er Angst haben musste um seine Gesundheit oder gar um sein Leben. Solches Vertrauen wünsche ich uns allen in diesen Tagen. Ja, daran will ich glauben und festhalten: Gottes Liebe hält mich. Gottes Liebe trägt mich. Gottes Liebe hilft mir in meinen Entscheidungen. Nichts kann mich aus seiner Liebe reißen, heute und jeden Tag meines Lebens. Diese Liebe Gottes erfülle uns und halte uns geborgen. Bleiben Sie behütet.